Russland hat die benachbarte Ukraine in der Nacht und auch am Morgen erneut massiv mit Drohnen und Marschflugkörpern angegriffen. Landesweit habe es schwere Schäden gegeben, melden ukrainische Medien. Auf diesem Video zum Beispiel soll zu sehen sein, wie eine Shopping-Mall in Dnipro getroffen wurde. Im südukrainischen Odessa gab es durch Trümmer einer abgeschossenen Drohne einen Hochhausbrand. Im nordöstlichen Kharkiv gab es mehrere Explosionen nach Raketenangriffen. Und auch in der Hauptstadt Kiew musste am Morgen die Flugabwehr tätig werden. Mindestens 12 Menschen sollen bei den Angriffen getötet worden sein. Und dazu eine Einschätzung unseres Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Es handelt sich wohl um den größten Luftangriff der russischen Streitkräfte auf die Ukraine seit Kriegsbeginn. Diesen Verdacht hat heute ein Vertreter der ukrainischen Luftwaffe geäußert, Juri Jignat. Und tatsächlich haben die Russen nahezu über die ganze Ukraine hinweg angegriffen. Truppenübungsplätze bei Lviv im Westen des Landes, den Luftwaffenstützpunkt Staro Konstantinow, auch im Westen des Landes, dann Odessa, den Hafen Dnipropetrovsk, eine Großstadt auch im Osten der Ukraine, auf Ukrainisch heißt sie Dnipro, Kharkiv. Und Ziele waren da wohl Truppenansammlungen, Fabriken der Ukrainer, dann Lagerstätten für Munition und Kriegsgerät. Also die ganze Palette, und es kamen da wohl mindestens 50 bis 60 Marschflugkörper zum Einsatz, das sagt das russische Kriegsbloggerportal Vojenna Chronika, Kriegschronik, und wohl über 100 Raketen. Auch dieser Verdacht wird von russischen Kriegsbloggern geäußert, und wohl auch mehr als 100 Drohnen. Also wirklich starke, große Dimension. Über die Schäden, die angerichtet wurden, kann ich noch keine genauen Angaben machen. Es sind wohl mehrere Leute in der Ukraine ums Leben gekommen, auch großer Sachschaden. Aber wie gesagt, die Bestandsaufnahme kommt wohl immer erst etwas später. Abschließend möchte ich noch etwas zu den möglichen Ursachen für diesen schweren Luftangriff sagen. Und zwar, es könnte sich um eine Vergeltungsaktion handeln, um einen Racheakt der Russen für den ukrainischen Angriff auf die Schwarzmeerhalbinsel Krim, auf den Hafen von Odessa vor einigen Tagen, als das große russische Landungsschiff Nowotscherkassk zerstört wurde. Wenige Tage zuvor wurden wohl auch drei russische Kampfjets durch die Ukraine abgeschossen, moderne Kampfjets vom Typ Su-34, wohl auch durch das westliche Raketenabwehrsystem Patriot. In der Provinz Cherson ist das vorgefallen, und jetzt sagt eben ein wichtiger russischer Politologe, Marat Bashirov, dass das ein Vergeltungsakt war, und er argumentiert über einen Post so, er sagt, die Ukrainer verstehen nur die Sprache der Härte, wenn man es bei Drohungen belässt, nützt das überhaupt nichts. Darüber möchte ich sprechen mit dem Politikwissenschaftler der Bundeswehr-Universität in München. Professor Carlo Massala ist mir zugeschaltet. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Schönen guten Tag, Frau Würzler. Herr Zelensky spricht sogar von einer der schwersten Angriffswellen des Jahres, des ganzen Krieges, mit über 150 Raketen und Drohnen, wie es jetzt heißt. Ist dieser Zeitpunkt in Ihren Augen extra gewählt worden? Also, dass der Angriff heute erfolgte, ist sicherlich als eine Reaktion auf die Angriffe auf die Krim zu sehen, vor allen Dingen auf das Landungsschiff, das ja vor zwei Tagen versenkt worden ist. Aber man muss dazu auch sagen, solche Angriffe müssen vorbereitet werden. Und wir wissen, dass Russland seit Monaten wieder vermehrt Raketen produziert, sie vorhält, um genau das zu tun, was es jetzt tut, nämlich in der Winterzeit einen Angriff auf zivile Ziele und zivile Infrastruktur in der Ukraine durchzuführen. Ja, laut Ukraine habe Russland offenbar alles, was es hat, gegen Ziele in der gesamten Ukraine eingesetzt. Ist das ein letztes Aufbegehren oder ein erster Vorgeschmack auf 2024? Nein, also alles, was es hat, wird Russland sicherlich nicht eingesetzt haben. Es war der umfangreichste Angriff, wie Sie gerade eben gesagt haben, seit Beginn des Krieges. Aber wie ich gerade eben erwähnt habe, Russland produziert ungefähr 100 Raketen, Marschflugkörper pro Monat.
Da wird noch vieles im Lager sein oder einiges im Lager sein. Und das ist ein Vorgeschmack auf das, was uns zu erwarten hat. Das, was wir auch letzten Winter gesehen haben, nämlich den Versuch, die Ukraine in ihrer zivilen Infrastruktur in die Steinzeit zurückzubomben und Zivilisten zu terrorisieren. Wenn wir darauf schauen, wie viel Raketen, Munition und Ähnliches produziert wird, dann hat die Ukraine jetzt angekündigt, dass man die eigene Rüstungsindustrie massiv hochgefahren hat. Jetzt muss man auch sagen, die Unterstützung aus anderen Ländern, beispielsweise aus den USA, sie scheint ja auch zu schwinden. Kann das Land sich am Ende fast selber versorgen? Es wird sich nicht fast selber versorgen können, aber es wird sich stärker versorgen können, als es zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Fall ist. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass diese Güter, die produziert werden, aller Wahrscheinlichkeit nach erst Mitte bis Ende 2024 zur Verfügung stehen werden. Die Ukraine fängt ja gerade erst an, das massiv auszubauen. Das heißt, 2024 wird ein sehr entscheidendes Jahr für die Verteidigung der Ukraine werden und für die Frage, ob die Ukraine ihre Linien halten kann oder nicht. 2024 ein wichtiges Jahr, ein Jahr, in dem es vielleicht konkreter werden kann, was Friedenspläne angeht. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wir haben eine Winteroffensive russischer psychologischer Kriegsführung gehabt, angefangen mit dem New York Times-Artikel, in dem suggeriert wird, Putin würde Signale aussenden, Frieden haben zu wollen. Allerdings sagen auch Berichte, dass es keinerlei Signale seitens der Russischen Föderation gibt. Und wir sehen nirgendwo ein Einlenken der Russischen Föderation in ihren Kriegszielen. Es ist eher andersrum. Putin fühlt sich durch ausbleibende Waffenlieferungen, durch den Anschein oder die Tatsache, dass sowohl in den USA als auch in Europa es nicht gelingt, die industrielle Basis für eine dauerhafte Unterstützung der Ukraine herzustellen, ermutigt, diesen Krieg weiterzuführen und sieht sich sozusagen momentan wieder eher auf der Siegerstraße als auf der Verliererstraße. Also von daher glaube ich nicht, dass wir 2024, es sei denn, die Ukraine sollte ihre Position verändern, dass wir 2024 Friedensverhandlungen sehen werden, die nicht dadurch gekennzeichnet sind, dass Russland darauf beharrt, 20% des ukrainischen Territoriums dauerhaft zu besetzen. Gerne zum Schluss ein Ausblick, der nicht ganz so weit in die Zukunft geht. Das Ganze, Sie haben es auch gesagt, könnte die Rache Russlands sein nach den Krim-Angriffen. Wie denken Sie, wird die Ukraine nun reagieren? Mindestens 12 Menschen sind getötet worden. Die schwerste Angriffswelle, die wir gesehen haben, das kann Selenskyj, das kann das ukrainische Armee so ja nicht stehen lassen. Nein, es wird sicherlich weiter versucht werden, die Luftverteidigung zu verbessern in der Ukraine. Das ist ja das Entscheidende. Also es sind ja viele Raketen und viele Drohnen durchgekommen, aber es sind ja auch viele abgeschossen worden, das muss man ja sagen. Und gleichzeitig wird es eine Aufgabe sein, der Ukraine hier ihre Verteidigungsstellungen auszubauen. Das ist ja etwas, wo die Ukraine ihre Strategie oder ihre Taktik in den letzten Monaten verändert hat. Und die Angriffe auf die Krim werden, glaube ich, an Intensität, wenn es möglich ist, weiterhin durchgeführt werden. Aber der Schutz der Zivilbevölkerung hatte ja auch schon in den letzten 2 Jahren oberste Priorität. Deswegen sind diese ganzen Luftverteidigungssysteme ja nicht zu den Truppen, die die Gegenoffensive durchgeführt haben, verlegt worden, sondern sind dazu gebraucht worden, um die großen Städte in der Ukraine zu schützen. Und das ist weiterhin Priorität der Selenskyj-Regierung. Herr Professor Massala, vielen herzlichen Dank für Ihre Einordnungen und Einschätzungen zu dieser Angriffswelle, die wir gestern Nacht, heute Morgen in der Ukraine gesehen haben, aber auch das, was 2024 bevorstehen könnte. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Tja, und 3 Monate ist es ja nun schon her, dass eine Gruppe internationaler freiwilliger Helfer in der Ostukraine von russischen Truppen angegriffen wurde. 2 von ihnen starben, 2 weitere wurden schwer verletzt, darunter auch ein junger Deutscher. Wie geht es ihm heute? Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf hat ihn besucht. Zerstörerisch, brutal und tödlich. Jede Stunde, jeder Tag in der Ostukraine seit fast 2 Jahren. Die Frontlinie verschiebt sich kaum. Menschen sterben dennoch auf beiden Seiten im Artilleriehagel. Ruben, den ich im nordrhein-westfälischen Werl treffe, ist gerade mal 20 Jahre alt und hat das Grauen des Krieges hautnah miterlebt. Ich hatte viele Verbrennungen an meinen beiden Beinen und auch an meinen Händen und auch im Gesicht. Und ich brauchte eine Hauttransplantation am linken Unterbein. Die ist ganz gut gelungen. Ich habe aber immer noch ein gewisses Taubheitsgefühl auch in meiner Hand. Mitte September wurde der freiwillige Helfer am Ort Iwanivska nahe Bachmut schwerst verletzt. Sein Auto war von einer russischen Antipanzerrakete getroffen worden.
Zwei seiner Begleiter wurden getötet, Emma aus Spanien und Tonko aus Kanada. Beide waren gute Freunde. Die Erinnerungen sind an sich noch ziemlich präsent. Also ich denke da auch jeden Tag noch dran, was da passiert ist und wie das abgelaufen ist. Teilweise werden sie dann verschwommener, umso weiter es irgendwie zurückliegt. Aber manchmal sind dann diese Momente einfach wieder sehr klar im Kopf und man sieht diese Bilder wirklich wieder richtig. 5 Wochen war Ruben in Donetsk, versorgte Zivilisten und half bei der ukrainischen Armee aus als Sanitäter an der Front. Es war bereits sein zweiter langer Ukraine-Einsatz. Die Konfrontation mit dem Tod, sagen seine Freunde in Werl, habe ihn ruhiger gemacht, ernster. Vielleicht, sagt er selbst, hat das aber auch mit der sich verdüsternden Lage in der Ukraine zu tun. Es wäre natürlich schade, wenn, sag ich mal, die Ukraine diesen Krieg verliert oder mehr verliert, als sie müsste. Weil dann fragt man sich natürlich, okay, wofür habe ich das jetzt gemacht? Wofür habe ich so viel aufgeopfert? Wofür sind meine Freunde gestorben? Deswegen kann der 20-Jährige, der auch über militärische Erfahrung verfügt, nicht verstehen, warum die Bundesregierung bis heute nicht die Langstreckenraketen vom Typ Taurus liefert. Während sein eigener Körper ihn weiter jeden Tag an den Krieg erinnert, das sind Röntgenaufnahmen von Schrapnellen, die er weiter in sich trägt. Also ich habe in meiner Hand zum Beispiel noch ungefähr 10 Stück. In meiner Schulter habe ich noch welche, in meinem Oberschenkel und auch in meinem Gesicht. Und ich kann das auch zum Beispiel zeigen. Also der Magnet hier, der bleibt dann einfach an meiner Hand hängen. Und auch im Gesicht bleibt der dann einfach da hängen. Die Ukraine lässt Ruben nicht los, in mehrfacher Hinsicht. In den nächsten Monaten will er wieder in Richtung Front aufbrechen. Mit zahllosen Raketen und Drohnen attackierte Russland die Ukraine aus der Luft. Mindestens 12 Menschen sind offiziellen Angaben zufolge ums Leben gekommen, weitere 75 verletzt. Und die Zahlen, sie dürften im Laufe des Tages leider nach oben korrigiert werden, denn noch immer gibt es Verschüttete unter den Trümmern. Im gesamten Landesgebiet sind die Schäden aufgrund der Einschläge immens. Tim Dicke mit den Einzelheiten. Kiew spricht von dem massivsten Luftangriff seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Laut Luftwaffe feuerte Russland 158 Raketen und Kampfdrohnen auf ukrainische Ziele, darunter auch viele zivile Objekte. So werden in Dnipro unter anderem ein Einkaufszentrum und eine Entbindungsklinik getroffen. In Odessa müssen Bewohner aus einem brennenden Hochhaus gerettet werden. Auch viele weitere Städte melden massive Schäden und Tote. In der Hauptstadt Kiew kommen Menschen ums Leben. Ein Angriff mit Kalkül. Russland produziert ungefähr 100 Raketenmarschflugkörper pro Monat. Da wird noch vieles im Lager sein oder einiges im Lager sein. Und das ist ein Vorgeschmack auf das, was uns zu erwarten hat. Das, was wir auch letzten Winter gesehen haben, nämlich den Versuch, die Ukraine in ihrer zivilen Infrastruktur in die Steinzeit zurückzubomben und Zivilisten zu terrorisieren. Der Raketenhagel sorgt nicht nur für Leid und Zerstörung, sondern schädigt die Infrastruktur der Ukraine längerfristig. In 4 Regionen kommt es zu Stromausfällen. Betroffen sind insbesondere der Norden und Süden des Landes. Doch warum greift Russland gerade jetzt so massiv an? Es könnte sich um eine Vergeltungsaktion handeln, um einen Racheakt der Russen für den ukrainischen Angriff auf die Schwarzmeerhalbinsel Krim, auf den Hafen für Odessa vor einigen Tagen, als das große russische Landungsschiff Nowocherkassk zerstört wurde. Der ukrainische Präsident Selenskyj wiederum kündigt an, der Raketenhagel werde nicht ungesühnt bleiben. Auf der Plattform X schreibt er, wir werden mit Sicherheit auf terroristische Anschläge reagieren. Der russische Terror muss und wird verlieren. Über diese massive Angriffswelle möchte ich sprechen mit Klaus Wittmann, General AD und Militärhistoriker. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Guten Morgen. Herr Wittmann, denken Sie auch, dass der Zeitpunkt dafür spricht, dass das Ganze eine groß angelegte Racheaktion der Russen war? Dazu muss man mal sagen, wenn von Vergeltung gesprochen wird, was man auch hier wieder getan hat, dann scheint dem ja irgendetwas Legitimes anzuhaften. Es gibt überhaupt nichts Legitimes an diesem Krieg, weder Vergeltung noch russische Verteidigung, die ja gewissermaßen nur das Festkrallen an geraubtem Land ist. Und das ist im Grunde, egal was die Ukraine für Erfolge gegenüber der russischen Schwarzmeerflotte erreicht hat, eine Wiederholung bzw. Fortführung der Taktik durch Zerstörung der Energieversorgung, die Ukrainer in Kälte und Dunkelheit zu stürzen, um die Kriegsmüdigkeit
zu erhöhen. In vier Regionen gab es ja einen Stromausfall und viele der Fakten, die wir von heute Nacht und heute Morgen wissen, haben Sie ja schon erwähnt. Die schwersten Luftangriffe seit Invasionsbeginn. Schauen Sie mal auf die Karte von Westen im Uhrzeigersinn. Lviv, Kiew, Konotop, Sumy, Charkiw, Dnipro, Odessa, Kherson sind alle betroffen und die Zahlen von Flugkörpern wurden schon genannt. Kinschall-Hyperschallraketen waren dabei, ballistische Raketen S-300, diverse Marschflugkörper, weitreichende Drohnen iranischer Bauart. Und es wurde gesagt, das ist interessant, der größte Teil sei abgeschossen worden. Man hat auch gehört 70%, aber nicht wie in anderen Fällen konkrete Zahlen. Das deutet darauf hin, dass eine Übersättigung der ukrainischen Flugabwehrsysteme erreicht war. Und was die Ukrainer bisher erhalten haben, nicht zuletzt von Deutschland, ist ausgesprochen nützlich, reicht aber trotzdem nicht, um dieses Riesenland gleichmäßig überall zu schützen. Viele Tote, Verwundete, das wurde gesagt, ist eine Entbindungsstation getroffen worden, Bildungseinrichtungen, ein Einkaufszentrum, private Wohnhäuser. Kriegsverbrechen wird hier auf Kriegsverbrechen gehäuft. Präsident Zelensky hat angekündigt, dass das Ganze nicht ungesühnt bleiben will, nennt das natürlich den russischen Terror, der sein Land nun wieder oder noch immer heimsucht. Inwiefern glauben Sie, kann die Ukraine sich tatsächlich zur Wehr setzen? Welche Mittel gibt es? Was erwarten Sie da in den kommenden Tagen? Die Ukraine braucht natürlich mehr Flugabwehr. Sie braucht von allen anderen Systemen, die sie zum Teil hat, die sie zum Teil verlangt, mehr. Und auf westlicher Seite muss man sich endlich entscheiden, will man die Ukraine unterstützen nur so lange wie nötig, was immer gesagt wird, oder auch mit allem Erforderlichen und vor allem zeitgerecht. Was will man denn dem nicht irrationalen, aber besessenen russischen Despoten noch alles durchgehen lassen? Und wo bleibt der öffentliche Aufschrei nach einer solchen Terrornacht? Wo bleiben knallharte Ansagen unserer Politiker an Präsident Putin? Und wo bleibt der Generalsekretär der Vereinten Nationen, der sich doch fast täglich zum Leid der Gaza-Bewohner äußert? Hat denn Russland irgendein Recht dazu, ein Nachbarland zu zerstören, nach dem Motto, und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein? Ukrainische Vergeltung für solche Taten ist etwas Legitimes. Wenn Russland das als Racheakt oder als Vergeltung betrachtet, dann ist das bloß ein weiteres Indiz dafür, für wie verbrecherisch dieser Krieg überhaupt ist. Und um das Schlagwort der letzten Monate noch einmal zu erwähnen, es muss dringend dafür gesorgt werden, dass die Ukraine nicht nur an der Front kämpft und nicht nur mit der Flugabwehr gegen anfliegende Raketen, Marschflugkörper, Drohnen und so weiter sich zur Wehr setzt, sondern dass sie hinter den russischen Linien die Logistik, den russischen Nachschub, die Transportwege, die Brücken zerstören kann. Und dazu braucht sie weitreichende Marschflugkörper wie den deutschen Taurus, über den seit Mai geredet wird und den nicht nur die Ukrainer, sondern ein großer Teil der Sicherheitspolitiker in unserem Land, auch innerhalb der Koalition, für notwendig hält. Und wie wirksam die sind, zeigt sich daran, dass dieses russische Landungsschiff, das bei der Krim zerstört worden ist, offenbar mit einem solchen Marschflugkörper, nämlich britischer Herstellung, dem Scalp, getroffen wurde. Dafür sind solche Waffen sehr nützlich, Hochwertziele, stationäre Hochwertziele in der Tiefe des Raumes, womit man auch viele Kräfte sparen und den Krieg verkürzen könnte. Herr General AD Wittmann, vielen herzlichen Dank für Ihre Einordnungen und Einschätzungen. Ganz klar bleibt zurück, dass die Weltgemeinschaft die politische Sicht zum heutigen Tag, zu den heutigen Angriffen noch nicht zu Genüge geäußert hat und die Unterstützung der Ukraine doch noch immer mit einem Fragezeichen dasteht zum Ende dieses Jahres. Dankeschön. Ihnen ein gutes neues Jahr. Gleichfalls. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.